Das ist halt einfach das höchste Goal, ja genau. Nachmachen. Okay, so, jetzt habe ich es auch gewischt. Jetzt bin ich auch gut. Jetzt bin ich auch krass geworden in Champ League auf einmal, ja. If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Jo Leute, was geht ab und seid herzlich willkommen zu einer Runde Jump League, mal wieder, ja, es gab letzte Zeit lang keinen Jump League mehr und ja, heute gibt es wieder Jump League auf dem Flaminity Server. Ich glaube, es ist auch die erste Runde, die ich jetzt aufnehme, seit, ja, seitdem das neue Update rauskam. Denn Flaminity hat jetzt mittlerweile ein neues Hub und ja, es gibt jetzt auch größere Jump League Runden, wie man schon sieht. Es gibt mittlerweile hier Runden. Ich glaube 10 Leute sind es hier drin, weil es ist eine Non-Team-Variante. Und es gibt jetzt auch neu eine Team-Variante, was auch sehr, sehr geil ist. Und es könnte sein, dass meine Stimme heute irgendwie ein bisschen anders anhört, weil ich kam gerade von der Schule und ich habe sehr viel gesprochen in der Schule und meine Stimme ist ein wenig am Arsch deshalb und ja, ich hoffe mal, ihr könnt verstehen, dass vielleicht ich jetzt auch ein bisschen müde bin. Ja gut, aber wir spielen uns heute mal wieder eine Jump League. Heute Mittwoch. Und ja, morgen ist ja Donnerstag. Auch Frohe Leichnam genannt, dieser Donnerstag, ja. Und ich habe dann morgen frei und ich denke mal relativ viele von euch auch. Und deshalb werde ich morgen ganz normal streamen, als ob morgen ganz normal ein Sonntag oder ein Samstag ist. Das heißt, der Stream wird, wie gewohnt, ab 8 Uhr wahrscheinlich laufen. Ich denke, wir werden ganz klassische Minigames oder sowas machen morgen. Und so, wer Bock hat, darf auf jeden Fall vorbeigucken. Dann am Freitag habe ich wieder Schule. Ja, ganz wichtig, Leute. Freitag haben wahrscheinlich viele Leute Brücke oder so und haben am Freitag halt keine Schule mehr. Aber ihr eben leider doch. Und deshalb, ja, muss ich halt leider sagen, Freitag gibt es am Morgen keinen Stream dafür. Wie gewohnt, Freitagabend 18.30 Uhr bis 20 Uhr wird dann wieder Stream sein. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, dass morgen Donnerstag so viele Leute wie möglich da sein werden. Und ja, ich muss auch gucken, dass ich sicher nicht mal auch pünktlich bin, weil ich war ja am Sonntag, beim letzten Stream war ich ja etwa eine Viertelstunde zu spät, weil ich ein bisschen verpennt habe. Auf jeden Fall auch nochmal sorry, falls es ein paar Leute aufgeregt haben sollte. Aber ansonsten verlief ja da alles relativ chillig und ich habe auch recht gemerkt, Modpacks werden auf jeden Fall wieder gefeiert. Und deshalb wird es auf jeden Fall ab jetzt, oder ich werde auch in Zukunft, immer so circa 2 Stunden pro Stream ein Modpack spielen und etwa 2 Stunden Minigames oder vielleicht halt auch Community, so einfach je nachdem, wie und auf was ich so Bock habe, ihr meins. Denn ja, also Feed bis Infinity scheint ja echt zu feiern. Ich war ja einer der ersten Streamer überhaupt, im Feed bis Infinity angefangen haben, noch bevor Mark und so weiter halt auch gestartet ist. Und dann, was passiert denn noch? Sky Factory möchte ich eigentlich auch mal wieder weitermachen demnächst. Da weiß ich auch nicht genau, wie es damit so steht. Dann so. Im Moment ist auch Modpack 2 und so. Ich habe mal eine Abstimmung gemacht, welches Modpack ihr am liebsten sehen wollt. Habe ich auf Twitter mal eine Abstimmung gepostet. Und da war an erster Stelle ziemlich klar Feed bis Infinity. An zweiter Stelle war Modpack 2, glaube ich. Und an dritter Stelle dann Sky Factory. Und das waren auch schon die drei Modpacks. Ja, und deshalb auf jeden Fall einfach mal so ein, wie soll ich sagen, Announcement an alle Leute, die dann auch immer wieder Modpacks sehen wollen. Ich werde in Zukunft einfach in Streams, glaube ich, so Samstag sowie Sonntag, einfach am Anfang jeweils eine bis zwei Stunden, dann so ab 8 Uhr einfach Modpack spielen und dann später so, ja, plus minus um 10 Uhr werden wir uns zu Minigames wechseln. Für alle die Leute, die halt auch Minigames gerne sehen bei mir. Was ja auch verständlich ist ja irgendwo, weil ich auf YouTube auch so gut wie nur Minigames bringe. Und ja genau, da sind wir beim springenden Punkt bei meinem Kanal. Ihr kennt ja wahrscheinlich meine Thumbnails, na, von den Videos, die ihr euch ja täglich gerne reinzieht, oder ja gut, dreimal pro Woche, hat es immer so schöne Thumbnails und die sind immer so im gleichen Stil gehalten. Und ja, mir ist etwas ziemlich Wichtiges aufgefallen oder etwas, was ich einfach verändern möchte. Und deshalb fange ich jetzt einfach mal zu. Gibt es unter euch Leute, Designer, die Bock hätten, mir mal irgendwie neue, aufregende Thumbnails zu machen? Weil ja, langsam finde ich persönlich auch, ist es ein bisschen eintönig geworden.
Weißt du, es sind immer im Prinzip gleiche Schrift, gleiches Bind im Hintergrund, etc. Und ja, einfach damit da wieder mal ein bisschen was Neues kommt. Ja, falls jemand irgendwie designen kann oder Bock hat, mir Thumbnails zu machen, darf sich gerne bei mir melden, auf jeden Fall. Am besten einfach über Twitter, damit ich einfach mal vielleicht, oder einfach kurz im Test einfach mal reden, damit ich irgendwie eine Kostprobe kriegen kann. Und ja, dann läuft das. Ich würde mich auf jeden Fall echt freuen darüber, falls es da jemanden gibt, der da Bock drauf hätte. Ich würde natürlich die Person selbstverständlich auch verlinken. Und Leute, ich glaube, ich habe auch jetzt auch gerade die Kiste ausgelassen. Ja, ich glaube, das habe ich. Oder gibt es da keine Kiste? Lol. Weiß das jemand? Gibt es hier eine Kiste oder habe ich die jetzt gerade ausgelassen, knallhart? kann sein, aber auf jeden Fall, ansonsten läuft die Runde ganz gut. Allerdings wird dieser Sprung jetzt scheiße wahrscheinlich. Aber, na gut, ich würde sagen, wir nehmen es mal auf uns. Diese Stage ist ja die absolute Hate-Stage. Das ist halt einfach der Switch the Gold, ja genau. Das ist die absolute Hate-Stage von Killercraft, habe ich schon mal gehört. Weil ja, wer Killercraft dann auch ein bisschen genauer verfolgt, der hat wahrscheinlich gemerkt, dass Killercraft noch kein einziges Mal in seinen Videos, in seinen fast 50 Folgen Jump League bisher diese eine Stage gespielt hat. Nachmacher. So, jetzt habe ich es auch gewischt. Jetzt bin ich auch gut. Jetzt bin ich auch krass geworden in Jump League auf einmal, ja. Auch nachmachen. Jojo. So, okay. Diesen Sprung müssen wir dann schon schaffen. So schwierig ist er gar nicht. Und da vielleicht auch, um noch mal ganz kurz das letzte Video anzusprechen, das am Sonntag kam. Ja, nehmt das jetzt nicht irgendwie allzu ernst oder so. Ich habe da einfach wirklich knallhart mal meine Meinung gesagt, was ich halt. Hurensöhnlich bann euch. Und wird direkt gebannt dafür. So ein Opfer. Okay. Egal. Gut, gut, gut. Ja, im Video am Sonntag. Na, da habe ich also ein bisschen über. Schaut es euch am besten einfach nochmal an, das Video. Und einfach um auch nochmal ganz kurz zu sagen. Ja, es ging mir jetzt nicht unbedingt darum, aber ich wollte einfach mal sagen, dass, falls es Verbesserungsvorschläge gibt zu meinen Videos, dass man die gerne bei mir melden kann, jederzeit. Ich bin immer offen für Verbesserungsvorschläge. Und ja. Der Breaker schreibt dir das mit dem einen Sprung, okay. So wie es aussieht, bin ich aber Erster. Equip-technisch bin ich aber ganz bestimmt nicht der Erste, würde man sagen. Und auch ansonsten, ich glaube, in dieser Runde gibt es Leute, die im Jump'n'Run technisch gar nicht mal so gut sind. Aber diese Stage wäre schon noch geil, wenn ich die mal schaffen würde. Aber Mann, ich muss die Shift-Taste loslassen. Wenn ich Shift-Taste loslasse, müsste eigentlich gehen. Na komm, wir haben jetzt noch 40 Sekunden. Ich müsste es eigentlich schaffen. Ja, komm, Multi. Ja, das schaffst du doch. Gut, los. Hopp, hopp, hopp. Ja, gut, aber erstmal müssen wir wieder zur Leiter hinkommen. Ah, Mann, so schwierig ist es doch gar nicht. Aber gut, den Bogen kann ich wahrscheinlich eh gleich wegschmeißen, weil Pfeile habe ich eh gar keine. Boom. So, ja, gut, wobei. Ne, war jetzt gar nicht mal so eine gute Idee, weil wenn ich vielleicht jemanden töte und der hat Pfeile. Ja, gut, okay. So, komm. 10 Sekunden, ich würde mal sagen, das ist der letzte Anlauf. Hopp. Upp, oh mein Gott, auch geläftet. Es waren einfach 10 Leute am Anfang in der Runde und jetzt sind es keine mehr. Gut. Und ich habe es am Ende noch nicht geschafft. Egal. So, jetzt bin ich mal ganz gespannt. Oh ne, ich hasse diese Map. Ich hasse diese Map fürs Deathmatch. Na, jetzt bin ich echt gespannt. So, du bist AFK. Okay, alles klar. Oder du leckst. Und du staubst mal knallhart ab. Jo, wahrscheinlich. Alter Mann. Kloppt doch erstmal selbst und dann komm ich abstauben. Ach man, ich hasse das. Na gut, es ist ja Non-Team, von dem her. Ich muss jetzt doch aufpassen, dass mich keiner kriegt am Ende. So, ich laufe jetzt einfach mal weg. Gut. Okay, ich habe jetzt auch nicht mal allzu viel Essen. Okay, die beiden sind da vorne. Ich glaube, der andere ist ausgetimed oder so, das könnte auch gut sein. Ich weiß gar nicht. Oh ja, ist einer. So, du stirbst jetzt. Nein. Dafür hatte ich zu wenig Herzen. So, aber du stirbst dafür. Jo, nice, sehr willkommen, gut. Alles klar, okay, wo ist der nächste Spieler? Da hinten oder da unten? Besser gesagt, nämlich hier. Das ist doch der gleiche, den ich gerade schon mal getötet habe. Oder aber er kriegt mich, glaube ich. Oder leck ich, oder leckt er? Na gut, zwei Herzen, das lohnt sich nicht aufzugehen. Wäre schon geil, wenn ich mal wieder irgendwie so eine Runde Jump League gewinnen würde. Weil ich meine, ich habe ja
4 Wins auch insgesamt, ja. Oh Mann, jetzt hat er mich wieder überrascht. Ah, shit. Okay. Ja, einen Kill bisher. Und jetzt auch ein Leben. Wo ist dieser Mr. Messer eigentlich? Ich habe das Gefühl, er ist auch hier in die AFK. Oder hat er schon Leute getötet? Doch, der hat schon Leute getötet. Okay, jetzt wurde auch einmal getötet. Alter. Gut, unser Leben ist auf jeden Fall schon raus. So, komm, den hier kriegen wir jetzt auch nochmal. Wir haben schon mal gekriegt vorhin. Also werden wir wohl auch nochmal kriegen. Weil da eine geile Chestplate, die ich gerne hätte. So, alles klar. Gut, wir haben noch ein Leben. Oh fuck, und den, nein, schnell mein Schwert auswählen. Und, ah man, der hat uns gut gekriegt auf jeden Fall. Deshalb werde ich jetzt mal Pussy-Modus reinmachen und einfach weglaufen. Das Spiel hier so ein bisschen in die Länge ziehen. Ja gut, drei Herzen. Und er kommt immer noch hinterher. Ich laufe jetzt einfach weg von ihm. Ist mir scheißegal. Ja, und ich wurde zurückgeparkt. GG, danke Blaminity, bester Server und damit auch raus. GG auf jeden Fall, war eine. Ich kann sagen, geile Runde. Ja, hier nochmal meine Stats. Aber ich habe schon 5 Wins insgesamt, okay. Warum nicht? 5 Wins. Wäre schon geil, wenn ich mal einen Win aufnehmen könnte. Auf jeden Fall, Leute, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Lasst einfach eine Bewertung da, würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns dann, ja, wie gesagt, morgen um 8 Uhr im Stream oder sonst am Samstag beim nächsten Video. Genau, ihr wisst Bescheid, Leute. Und ja, übrigens, Twitch-Tutorials kommen heute auch wieder oder kamen gestern, weil ich werde die ganzen Twitch-Tutorials wieder re-uploaden, nur noch gelöscht, aber ja. Genau, es gibt es ja in der Videobeschreibung dazu. Und deshalb würde ich einfach sagen, Leute, macht's gut, wir sehen uns, bis bald und tschüssi.